Das hier ist Erik. Und diese Stimme gehört mir, Annika. Wir leben zusammen auf unserem Segelboot Karl. Und jetzt taucht ein. Wir nehmen euch mit in unsere Welt. Und damit herzlich willkommen zum Video. Ich bin hier mal wieder in meiner Lieblingsmontur, aber heute macht es tatsächlich mal Spaß. Und zwar wollen wir ja nicht nur das Unterwasser oder müssen das Unterwasserschiff streichen. Wir streichen ja auch das Deck und, wer hätte es gedacht, wir streichen natürlich auch den Rumpf. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt die Sprayhood komplett schneeweiß machen, das Deck schneeweiß und dann hier dieses schöne Vintage-Weiß, wie es Annika nennt, also es ist mehr gelb als weiß, ja, sieht das natürlich nicht mehr so schön aus. Und um das natürlich vorzubereiten, haben wir schon die Klebestreifen entfernt und jetzt bin ich gerade dabei, alles mal anzuschleifen. Und das ist ein großer Unterschied, ob man nur Sachen anschleifen muss oder abschleifen muss. Ein paar Sachen waren allerdings nicht so ganz tutti. Gerade hier vorne beim Ankerkasten ist natürlich, oder nicht beim Ankerkasten, aber hier vorne am Bug, knallt natürlich öfters mal auch der Anker gegen. Nicht nur uns ist das passiert, auch dem Voreigner des Öfteren. Und deswegen haben wir hier überall Abplatzer gehabt und haben die jetzt auch mit Epoxidharz wieder gefüllt und wieder abgeschliffen. Und die eine Seite habe ich jetzt schon fertig. Heute ist mal ausnahmsweise ein windstiller Tag, was gut ist, aber ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da hinten sieht schon wieder sehr schwer düster aus. Werden wir bestimmt in der Zukunft nochmal drauf eingehen. Wir hätten auf jeden Fall so einiges anders gemacht, hätten wir gewusst, wie auch das Wetter jetzt ist, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich schleife jetzt erstmal die andere Seite nur an. Ah, es ist wirklich eine schöne Arbeit. Einfach nur ein bisschen. Dann sind wir wirklich ready zum Streichen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Jo, das war's dann auch mal wieder mit unserer Arbeit. Das ist echt, hätten wir das gewusst, dass das Wetter wirklich so wechselhaft ist. Also wie gesagt, wir wollen uns nicht beschweren. Wir wissen ja auch, wie das Wetter in Deutschland ist. Aber jetzt mal wirklich so in unserem Case haben wir ja eine super entspannte Zeit im November und Dezember hier gehabt. Und jetzt ist es halt so wechselhaft und wir haben damit nicht gerechnet. Wir haben gedacht, im Frühjahr ist es deutlich entspannter hier oder zumindest genauso wie im November. Und im Dezember, aber dem ist nicht so. Es ist super wechselhaft, es ist regnerisch, es ist kalter Wind. Wind kommt einfach aus dem Nichts. Und es macht natürlich das Arbeiten nicht so vorausschaubar, sage ich jetzt einfach mal. Leute, das ist hier keine Ausrede. Wir werden schon seit 2 Wochen easy peasy von dem Trockendock weg. Aber dieses Wetter hier. Da hat die Annika wieder Spaß, mich hier nass zu machen, ne? Achtung, Achtung! Und jetzt wird abgeklebt, denn auch der Rumpf wird jetzt gestrichen, meine Lieben, ja? Wir haben uns was vorgenommen. Man erkennt das, glaube ich, noch ganz arg. Also bis hier ging ungefähr das vorherige Antifouling. Und wir setzen den Wasserpass jetzt bis hier hin. Und ab da wird dann gestrichen. Wir setzen ihn also einfach 5 cm ungefähr höher. Und wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen gerader zu machen. Denn der Voreigner, es war ein bisschen wellig. Nein, perfekt werden wir es jetzt auch nicht hinbekommen. Aber es sah schon auch im Wasser teilweise nicht so lala aus. Deswegen dürfen wir uns nicht zu sehr an der Linie orientieren. Das Licht ist auch gerade so semi, obwohl eigentlich ganz optimal, weil es von... Ach, wir machen einfach. Das Licht fürs Aufkleben. Ich glaube, das gerade ist. Das hat doch nicht mit dem Licht zu tun.
ist soweit. Heute ist der Tag der Tage. Wir beginnen endlich die große Verwandlung von Karl. Also wir denken, klar, die Sprayhut war schon eine große Verwandlung, aber jetzt die Farbe wird einfach nochmal ein Eyecatcher. Darf ich sagen? Ja. Ja? Das Bankett ist eröffnet. Und heute steht auf dem Tisch unsere Farbe, womit wir den Rumpf streichen. Wir haben die Farbe von Hamburger Lackprofi vom Farbenlöwe, ja schon für unser Deck, für den Innenraum, für, ihr seht schon im Hintergrund, auch schon ein bisschen für unseren Rumpf verwendet. Und jetzt kommt's final einmal drum. Wir haben alles soweit vorbereitet, was man vorbereiten kann. Das heißt, wir haben vorher den Rumpf angeschliffen, alles abgeklebt, sauber gemacht. Habe ich was vergessen? Und außerdem haben wir bestellt wenig Sonne, kein Staub, kein Wind, keine Nässe, auch morgen nicht, auch übermorgen nicht. Also eigentlich die perfekten Verhältnisse. Ihr wisst ja, wir lieben normal den Sonnenschein, wir lieben den blauen Himmel, aber fürs Streichen ist es hier echt extrem, weil die Farbe einfach dann innerhalb Sekunden trocknet und gerade für den Rumpf ist es einfach ein Problem. Und so oft hatten wir es tatsächlich gar nicht bewölkt hier. Also entweder ist es sehr windig, aber trotzdem sonnig, oder ist es einfach sonnig und ohne Wind. Und deswegen, bevor irgendwas noch passiert heute, wir starten jetzt einfach. Jetzt wird der Strumpf gestrichen und ich freue mich richtig. Ich bin so excited. Also, wo wir euch ja schon im letzten Video gezeigt haben für unser Deck, wie die Farbe aussieht, wo wir den Topf geöffnet haben, haben wir kurz gedacht, scheiße, die ist viel zu dunkel. Aber wir haben jetzt das Heck und ja auch schon am Deck gestrichen und das sieht einfach sehr geil aus. Es ist schiefergrau, aber ich finde, es ist auch delfingrau. Also ich bin sehr gespannt, wie unser Karl, unser kleiner Delfin, der Max, im Wasser schwimmt. Dann kommen jetzt die ganzen Flippers immer. Hoffentlich. Wir wissen auf jeden Fall noch nicht, wie viel Farbe wir benötigen und wie das überhaupt mit dem Anmischen ist. Aber das Gute ist, wir werden den ganzen Rumpf ja zweimal streichen. Das heißt, jetzt ist Generalprobe. Wir können erstmal nochmal üben mit Verschlichten, wie es wird. Und erstmal sehen, wie viel Farbe wir brauchen. Weil im Bestfall könnten wir das so machen, dass wir eine Rumpfseite mit einem Farbtopf dann machen. Also vielleicht müssen wir einen größeren Farbtopf kaufen, um dass wir halt keine Zeit dazwischen haben, weil wenn es natürlich dann schon antrocknet, dann sieht man immer diesen Zwischenspalt, weil das Anmischen dauert schon natürlich ein paar Minuten. Deswegen jetzt ist alles Testphase. Hey Leute, diesen Tag habe ich mich halt echt lange gefreut. Let it shine, baby! Also es macht so viel aus, wenn man das hier wirklich im Rhythmus zusammen macht. Leute, we did it. Wir haben einfach unser Boot gestrichen. Zwei Stunden, jede Seite eine Stunde.
11.25 Uhr und es sieht einfach top aus. Ich muss erstmal so ohne Kamera erstmal gucken. Von weiter weg. Sieht gut aus. Ein Sprayout, das sieht so gut aus. Heftig. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass es hier sogar noch besser geworden ist als am Deck. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Sonne, das macht so viel aus. Also es ist jetzt schon mit einer Schicht, guck mal, wie deckend das ist. Man muss aber auch sagen, wir haben natürlich jetzt auch einen nicen Rhythmus gehabt. Einer hat gestrichen, du konntest schön abziehen, was am Deck die Problematik ist. Man muss immer da so rumkraxeln. Ja, das stimmt. Und man kriegt das nie so gerade hin. Deswegen, glaube ich, muss man da auch einfach sehen, was man für Gegebenheiten hatte. Und das ist am Rumpf einfach einfacher. Und wir das haben einfach unser Bootgrau gestrichen. Sieht so gut aus. Schiefergrau. Delfingrau. Nein, Schiefergrau. Wenn da jetzt nicht die Flippers kommen, ich sag's euch. Boah, ja. Es ist wirklich, also... Das ist aber echt nicht viel, Erik, also... Wir haben, das wollte ich nämlich nur sagen, jetzt für beide Seiten 1,5 Kilogramm. Kann euch aber gerade nicht sagen, ob Liter gleich Gramm ist. Also ich wieg's halt immer ab. Und 1,5 und wir haben einen 10 Liter Eimer gekauft. Also 10 Liter Eimer, gut. Das ist dann auch 10 Kilogramm. Egal, auf jeden Fall, dass ihr mal so einen Orientierungspunkt habt. Wir haben 11,70 Meter Wasserlinie. 1,10 Meter ist es quasi hoch. Ja, also erstaunlicherweise wenig. Können wir fast sogar 3 Durchgänge machen. Müssen wir mal schauen. Der Lack ist jetzt keine 5 Stunden drauf. Ja. Aber wir reißen tatsächlich jetzt schon am Wasserpass das Tape ab. Oben lassen wir es noch dran. Da habe ich nämlich nur auf das Alu, also auf dieser Sühleiste. Ich habe es gerade schon abgerissen. Dann meinte Annika so, warum reißt es ab? Wir streichen nur noch mal. Richtig. Aber in den nächsten paar Tagen streichen wir tatsächlich das Unterwasserschiff. Und deswegen müssen wir jetzt den Wasserpass im Prinzip schon wieder abmachen. Und ich mache das, oder wir machen das jetzt ab. Denn wir haben oben am Deck teilweise das Tape 2 Tage drauf gelassen. Und dann geht das echt verdammt schwer an manchen Stellen abzureißen. Obwohl es eigentlich schon gutes Tape ist, aber ich glaube jetzt auch nicht das allerbeste Tape. Jetzt geht es auf jeden Fall gut abzureißen. Wir haben gerade schon eine Ecke gemacht. Ein paar Sekunden später für euch, tatsächlich eine ganze Woche später für uns. Und es hat sich einiges getan. Immer wieder sonntags. Genau, also ihr könnt es schon mal erahnen, wir haben unser Unterwasserschiff, na ihr werdet es gleich sehen, also wir haben unser Unterwasserschiff neu aufgebaut, aber darum soll es ja gar nicht gehen, das ist in einem nächsten Video. Wir sind ja hier in einem Rumpfstreichvideo, das heißt es geht auch weiter mit dem Rumpfstreichen. Wir haben jetzt alles nochmal einmal abgeschliffen oder angeschliffen eher gesagt und werden jetzt morgens, wir haben jetzt gerade 8 Uhr oder Viertel nach 8, werden eine Schicht auftragen. Und dann wahrscheinlich heute Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr so stark ist, beziehungsweise von vorne kommt, noch eine zweite Schicht machen. Ich muss zugeben, also ich wusste es tatsächlich auch nicht, dass man zwei Codes drauf machen kann, aber ich glaube, so ist es ganz gut. Der erste hat, die Sonne. Der erste hat auf jeden Fall gut gehalten und den haben wir jetzt angeschliffen und machen halt jetzt, wie gesagt, die zwei heute drauf. Es war auch gut, weil beim ersten Mal, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich kann ja mal versuchen, dran zu zoomen, hat mir tatsächlich doch die ein oder andere Laufnase und wenn man da natürlich dann noch 2-3 Schichten drauf macht, dann wird die Laufnase definitiv nicht besser. Das heißt, wir wissen hoffentlich jetzt, wie wir das gut streichen. Ich habe auch noch mal in den Aufnahmen gesehen, am Anfang hatte Annika bzw. ich, wir haben uns ja erst noch kurz abgewechselt, sehr oft mit der Rolle im Prinzip so noch immer hin und her gerollt. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut, weil dann diese Lösemittel schon freisetzen, dann kann ich nicht mehr so gut verschlichten. Das heißt, wir versuchen jetzt lange Bahnen zu machen mit der Rolle und dann wirklich nur einmal schön verschlichten. Genau, abgeklebt ist alles. Jetzt müssen wir nochmal alles sauber wischen und dann geht's los. Dann los. Dann los. Geht's los. Also, die zweite Schicht ist drauf.
Ich bin nicht zufrieden. Wir haben irgendwie sehr unregelmäßig gestrichen. Sprich, wir haben an manchen Stellen sehr viel Farbe. Also an manchen Stellen sehr viel Farbe und an manchen Stellen sehr, sehr wenig Farbe. Ah, ich meine, klar, in der Sonne, man sieht jeden einzelnen Spot, jetzt sieht man es auch. Ein paar Laufnasen sind natürlich auch wieder dabei, Klassiker. Oder hier sieht man das. Klagen auf hohem Niveau, aber oh, da kickt bei mir immer der Perfektionismus aus der Hölle. Und das Schlimme ist, ich weiß, wenn wir jetzt eine dritte Schicht noch machen, weiß ich auch, dass man das mit Schleifpapier, also hier mit Nassschleifen und halt dann hinterher polieren und sowas, kriegt man das blitzeblank und das glänzt wie sonst was. Ich weiß, dass das funktioniert, aber das dauert halt, bis man jetzt erstmal der Lack trocken ist und bis man dann mal auch wieder die Möglichkeit hat, das zu machen. Ja, aber ist halt jetzt so, ne? Ist vielleicht auch wieder mein Überperfektionismus. Weil jetzt sieht man alles und hinterher sieht man gar nichts. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon 10-mal gesagt. Aber ist halt so. Six hours later. Ja, also, jetzt ist alles getrocknet. Jetzt machen wir die dritte Schicht an unserem Rumpf dran. Und wir werden natürlich auch zur dritten Schicht nochmal unsere Technik ändern. Weil es ist ja immer von Vorteil, seine Techniken beim jedem Mal zu überdenken. Komm, geh weg. Was? Ich will die Farbe da reintun. Tatsächlich war es einfach heute Morgen richtig dumm. Unser Roller hat einfach nicht so geil gerollt. Also, das war echt ein bisschen... Oh, diese Fender. Schon wieder. Diese Fender, die... Ja, komm, also. Wir haben vorher hier so einen langen Lolli genommen. Jetzt nehmen wir mal hier den altbewährten kleinen, den wir jetzt auch fürs Deck genommen haben. Weil, an sich ist es das also, gleiche, aber irgendwie rollen die Rollenkacke. Nee, und doch, man hat das Gefühl... Du glaubst mir nicht. Hat irgendwie nie Druck. Überdenkt das. Jetzt mache ich es mit der kleinen und ich glaube, das wird fein. Klein, aber fein. Und die Annika ist ein kleines Süßes. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Oh, jetzt hast du schon gespoilert. Das war unser Spruch. Okay, das geht's. So, sehen Sieger aus. Wir haben es geschafft. Oder Leute, die einfach viel zu viel Farbe gebraucht haben. Irgendwie haben wir heute tausendmal angemischt. Wahrscheinlich, weil Erik so dreckig war. Keine Ahnung. Wir haben irgendwie mehr Farbe als beim ersten Mal verbraucht. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch so viel Farbe, dass wir noch zweimal streichen können. Also, Farbe vom Farbenlöwe, sehr, sehr ergiebig. Wir haben jetzt dreimal den Rumpf gestrichen und es sieht für unsere Verhältnisse, was wir gemacht haben. Also man muss ganz klar sagen, unsere jetzige Taktik... Voll gegen Licht. Ja, voll gegen Licht. Also unsere jetzige Taktik mit den kleinen Rollen war viel besser. Hätten wir natürlich beim zweiten Mal auch direkt gemacht, weil jetzt sieht man schlechte Stellen von dem zweiten Anstrich. Also der erste war gut, der zweite war... Und der dritte ist jetzt wieder gut, aber kann natürlich nicht alles abdecken. Frisch geduscht und immer noch dreckig, machen wir den schönsten Teil des Ganzen. Wir reißen das Klebeband ab. Na, also jetzt sind wir wirklich auf jeden Fall zufrieden also mit dem Ergebnis. Diesen Teil kann jeder nachvollziehen und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr schon mal ein Boot gestrichen habt, egal ob es Unterwasserschiff ist oder den ganzen Rumpf. Diesen Moment, wenn man das abzieht, ist es einfach... Ist das schön. Dim, dim. Oh, ich hoffe nur nicht, dass da noch irgendwie Farbe dran ist. Macht eh keinen Unterschied, ne? Dim, 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 dim. Leute, das Thumbnail ist im Kasten. Das heißt, es ist das Ende vom Video. Wir belassen das Boot jetzt erstmal so, wie es ist, beziehungsweise eher den Lack. Also wir werden das Boot jetzt nicht irgendwie nass schleifen oder polieren. Das machen wir irgendwann im Sommer oder vielleicht im Winter, wo auch immer wir sind. Aber wir sind auf jeden Fall super zufrieden mit dem Ergebnis. Für unsere Verhältnisse
klar, man sieht ein paar Spuren, es ist halt nicht gesprüht, sondern es ist halt lackiert mit der Rolle. Falls ihr euch jetzt auch motiviert fühlt und euch an neue Projekte traut, dann checkt auf jeden Fall den Farbenlöwe aus. Vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Und ansonsten, falls ihr unsere weiteren Projekte nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal, denn es ist erstens mal noch nicht das Letzte, was wir gemacht haben. Und wir wollen ja auch mit diesem wunderschönen Boot noch weiter in der Ankerbucht neue Orte erkunden. Also gerne abonnieren und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Be as free as the ocean. Ich weiß noch früher in der Schule, in der Grundschule, da hatten wir so Dinger, die sahen genauso aus, so Bämsel, und dann haben wir immer so gemacht. Liebe Grüße an Frau Fries.